Und schon wieder zurück bei Conan Exiles. Und ich habe immer noch diese junge Dame im Dunkel der Nacht bei einem Gewittersturm. Würde ich dich gerne mit in den Dschungel nehmen? Würdest du mir folgen? Wunderbar, ich folge dir. Ist das nicht schön? Achtung, hier sind Tiger, die töten dich mit einem Biss. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich sehe nichts. Ah, doch, immer ab und zu mal, wenn der Blitz... Ja, ist auf alle Fälle ein Tiger. Ab und zu mal, wenn der Blitz zuckt, dann kann man ein bisschen was sehen. Wir halten uns einfach mal hier da am Strand. Da vorne ist wieder so ein Typ. Soll ich den abschießen? So, da sind ganz viele Typen, das ist ein Lager von denen. Oh, kommt doch schon. Schieß doch. Oh. Ich glaube, er will dich töten. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, er hat mich getötet. Oh ja, er hat dich. Aber guck mal, du machst mir dafür ein bisschen Licht. Das finde ich sehr. Man hat dafür auch unglaublich viel Blut auf dem Boden. Ja. Sehr gruselig. Das ist sehr löblich von dir, dass du mir Licht machst. Mit deinem Grab. Aber wir gehen jetzt nicht durch das Lager von denen, weil da sind ganz, ganz, ganz viele von denen, die werden dich alle töten. So, ich habe aber wieder mehr Leben. Kann gar nicht passieren. Wo bist du hin? Hier einfach hinten. Warte mal, ich mach dir mal eine Fackel an. So, hier. Ja, alles gut. Ich seh den Tiger. Das ist übrigens eine sehr interessante Einstellung. Ich finde, du bist genau richtig für Conan Exiles. Weißt du warum? Du siehst einen Menschen rumlaufen und deine erste Frage ist, da hinten ist ein Typ, soll ich den töten? Ja. Es könnte doch auch jemand sein, der mit uns reden will, der mit uns handeln will. Nein. Deine erste Reaktion ist, oh, guck mal, da ist jemand, lass ihn uns töten. Du tötest doch ja auch ständig irgendwas. Ja, aber ich mache das nur, weil das böse Menschen sind, die eine Strafe erwartet. Das ist meine göttliche... Nein, tötest du die ganze Zeit Tiere. Das ist meine göttliche Berufung. Ja, Tiere, das ist... Die greifen mich aber als erstes an, das ist das Problem. Warum ist jetzt hier eigentlich die ganze Zeit Gewitter? Ich, die ganze Zeit, wo ich hier alleine rumgelaufen bin, nicht einmal schlechtes Wetter gehabt. Jetzt bist du dabei. Ja. Nur Gewitter. Gewitter, Gewitter, Gewitter. Denk mal drüber nach. Ich finde das furchtbar. Hier, guck mal übrigens. What? Kennst du? Wer ist er denn? Das sind die Degeneraten. Ich glaube, so nennt man sie. Das ist tatsächlich ihr offizieller Name. Ja, so klingen sie auch. Die rennt einer hinterher. Echt? Nein, das bist du. Nein. Ach, siehst du? Da ist einer. Das hast du jetzt nicht, zum Glück nicht richtig verstanden. Egal, gut. Doch, das habe ich total verstanden. Ich wollte es nicht weiter ausführen. Ah, okay, dann gehen wir mal hier rum. Dann ist, glaube ich, nicht so viel von denen. Wir müssen auch an diesem komischen Tempel hier vorbei. Den habe ich schon mal erkundet. Da ist nicht viel mehr drin, außer ein Degeneratenkönig. Der sieht ein bisschen skurril aus, ist ein bisschen größer als die anderen, aber es kann sein, dass wir uns im Dschungel des Öfteren mal verlaufen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass die Nacht mittlerweile vorbei ist. Also wunderbar. Ich hab extra ein bisschen länger gebraucht bei den Vorbereitungen mit Naseputzen und so weiter und so fort, dass wir die Nacht da einfach mal vertrödeln können. Und ich habe heute, das ist ein... Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, aber von denen habe ich ein Ei dabei. Warte mal. Das sind Schuhschnabel. Schuhschnabeldinger sind das. Schuhschnabel, okay. Ja, die haben Federn dabei, wenn man die auseinander nimmt. Schuhschnabelkopf. So, jetzt habe ich auch einen Kopf von denen dabei. Den kann ich dir in dein Zimmer hängen. Freust du dich? Nein, danke. Nee, ich habe andere Sachen, die ich dir in dein Zimmer hängen kann. Nein, danke. Doch, doch, da muss was rein. Da muss doch Deko rein. Was ist denn das da? Habe ich das schon erkundet? Was ist denn das da hinten? Das ist eine Wurzel. Nee, da ist irgendwas, da leuchtet irgendwas. Das, wo du gerade davor gelaufen bist, ist eine Wurzel. Was? Aber, nee, aber das hier hinten? Ja, da ist eine Fackel. Hier war ich noch gar nicht, oder? Nee, hier war ich noch gar nicht. Einer. Das ist ein Lager von der schwarzen Hand. Umbringen? Ja, ja. Herberge zum Spiegert. Okay. Du kannst alle töten, die du hier findest. Alle. Außer mich. Kann ich ja eh nicht töten. Warum haben die denn hier so ein Lager? Wir irgendwas mitnehmen? Ja, da, aus den Truhen, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil das ist alles relativ nutzloses Zeug, was sie hier haben. Bam! Der hat Silbermünzen dabei, her damit. Ich habe noch Goldmünzen in der Tasche. Was? Ja. Wieso hast du Goldmünzen in der Tasche? Wieso nicht? Gib mir die Goldmünzen. Ich hab so ein Setzling. Ja, Setzlinge brauchen wir nicht. Brauchen wir Eisenbahnen? Auch nicht. Nee, Eisenbahnen habe ich genug zu Hause. Also wirklich mehr als genug. Hier laufen ganz viele von denen rum, aber warum? Ich bin über die Wurzel. Es wäre gut, wenn ich so ein Leuchtsignal machen könnte. Irgendwie so eine Leuchtpistole oder sowas. Naja. Hast du mich gefunden? Nö. Warte mal. Ach da. Hier. Ja, kommt man denn hier hoch?
Na, über die Wurzel. Oh, okay. Na, über die Wurzel. Ich dachte, ich kann jetzt nicht hochlaufen. So, jetzt muss ich mich kurz orientieren, wo wir überhaupt hin müssen. Wir laufen nämlich ganz falsch. Wir müssen hier entlang. Na toll. Ja, das ist der richtige Weg. Ja, heute habe ich ja auch ein bisschen gelesen. Und gestern Abend auch schon. Oh, leuchtet was. Ja, das ist so ein Glowing Goo. Das ist, ach so. Damit kannst du Fackeln machen. Ach. Ist aber relativ uninteressant. Ist ganz nett, sieht aber ein bisschen seltsam aus, weil dieses blaue Licht sieht immer so ein bisschen gespenstig aus. Interessierst du dich für den Weltraum? Nein. Überhaupt nicht. Ich möchte da nicht drüber nachdenken, weil das ist, sonst höre ich damit nicht auf. Ja, das ist ja der Sinn dahinter. Oh, da ist ja noch einer. Das ist ja der Sinn dahinter. Nein. Hast du dich schon mal gefragt, ob wir allein sind im Universum? Natürlich sind wir nicht allein. Es wäre furchtbar, wenn wir alleine wären. Wie kommst du darauf, dass wir nicht alleine sind im Universum? Na, warum sollten wir das sein? Es könnte ja sein, dass wir tatsächlich eine einmalige Entwicklung sind. Und das ist das ja, ansonsten... Traurig wäre es. Traurig. Ja, aber wenn wir... Also jetzt, das ist ein interessanter Ansatz. Deswegen frage ich dich gerade, weil ich das heute auch gelesen habe und gestern da auch was drüber gesehen habe. Ich glaube, das heißt das Fermi-Paradox. Ich bin mir nicht mehr sicher. Hier muss ich es nochmal nachlesen, genau. Aber wir gehen was ja da... Was kämpft der noch? Nur der kämpft immer ab und zu mal gegen irgendwas. Wenn wir nicht alleine sind im Universum. Wir gehen ja davon aus, dass das Universum relativ alt ist, ne? Also sehr alt, Milliarden Jahre. Viele Milliarden Jahre. Jetzt kannst du aber davon ausgehen, dass in einer anderen Galaxie, von denen es ja über 900 Milliarden gibt, ne, das sind ja doch ein paar, dass sich da ja vielleicht schon eine Zivilisation entwickelt hat, die auch schon mal ein paar Milliarden Jahre mehr Zeit hatte als wir. Ich meine, wir haben jetzt so um die 200.000 Jahre gebraucht. Das ist ja nix. Jetzt ist aber die Frage, wenn es so viele Milliarden Planeten und Galaxien gibt und die auch schon so viele Milliarden Jahre Vorsprung hatten, wieso sehen wir nicht den kleinsten Hinweis, nicht mal irgendein Radiosignal, nichts, gar nichts? Ja, weil die mehrere Milliarden, Millionen Jahre Vorsprung haben. Aber dann und nicht so dusselig sind wie wir. Aber dann müssten wir doch zumindest sowas wie Fernsehwellen von denen mitbekommen, oder? Warum? Vielleicht haben die sowas nicht mehr. Unsere Fernsehwellen sind auch durchs All unterwegs und die ersten Radiowellen, die wir jemals ausgestrahlt haben, die sind immer noch durchs All unterwegs. Das heißt, die kommen gerade, glaube ich, am Nachbarstern an. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ja, ich glaube, aber vielleicht sind die einfach, wenn die uns so viele Jahre voraus sind, sind die einfach ein bisschen cleverer als wir. Ja, aber die waren ja dann auch mal dumm. Das ist ja das, die müssen sich ja auch irgendwie dahin entwickelt haben. Ja, vielleicht ist das schon so lange her, dass sie dumm waren, dass wir es jetzt nicht mehr mitkriegen. Aber genau das müssten wir ja jetzt mitbekommen normalerweise. Ne? Das wäre ja genau das. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, Alpha Centauri. Ne? Alpha Centauri bekommt jetzt unsere ersten Radiosignale mit und unsere ersten Fernsehsignale und sieht irgendwie in Charlie Chaplin in Schwarz-Weiß irgendwo rumhüpfen und denkt sich auch, meine Güte, was ist denn mit denen los? Und dabei sind wir ja eigentlich schon viel weiter. Und naja, aber du gehst ja davon aus, dass die Radio- und Fernsehsignale senden wie wir. Ja, das ja theoretisch. Das muss man ja nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo du bist. Du stehst direkt neben mir. Also zumindest auf der Karte standst du direkt neben mir. Ja. Jetzt bin ich schon wieder so weit weg vom jetzt Horst. Jetzt sehe ich dich aber nicht mehr. Wo zum Teufel bist du hingeraten? Du bist zu nach Süden gelaufen. Du musst nach Norden laufen. Ich warte einfach ein bisschen. Achso, nee. Du wartest darauf, dass ich dich mitziehe. Ja. Ja, die Frage, die sich stellte, und da gab es eine ganz interessante Theorie dazu, die ich vielleicht nochmal näher erörtern muss. Bist du mitgezogen worden? Ja, ich folge. Ja, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Du musst schon zu mir kommen. Dann muss man schneller laufen. Ja, aber dann bist du ja immer noch so ein Stück weit hinter mir. Gehen wir mal noch weiter weg. Ne, du wirst nicht teleportiert wahrscheinlich. Du wirst einfach nur hinterhergezogen. Doch, ich werde teleportiert. Aber nein, dann, ich kann nicht weglaufen. Das ist scheiße. Du kommst jetzt einfach mal, du läufst jetzt einfach mal nach Norden. Du guckst jetzt auf die Karte und läufst nach Norden, mein Gott. Wo Norden ist? Genau hier. Ila. Da, hier. Ja. Ja. Sag das doch gleich. Ja, jetzt machen wir weiter mit deiner Theorie hier. Es gab eine ganz interessante Theorie und die heißt, dass es einen großen Filter gibt. Guck mal, hier sind Spinnen. Nom, 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 nom. Können wir woanders hingehen? Boah, vielleicht. Boah. Wir müssen hier durch. Boah, die Cola hier runter. Das ist das Was Problem. Was ist das denn? Das ist ein großer Käfer. Der will nur spielen. War das ein Grashüpfer? Ja. Das Problem ist, wir müssen halt hier Gott, durch. Das will. Hier sind ganz viele Spinnen. Lauf einfach! Oh Gott, das ist Grashüpfer. Ist gut. Hier ist noch eine Spinne.
So, wir kämpfen uns hier einfach durch, das dauert nicht so lange. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ach, guck mal da. Da ist ein Riesengrashüpfer. Ja, glaube, den habe ich schon gesehen. Ich glaube, das ist ein Königin-Grashüpfer. Mach den mal weg. Das ist, oh ja, das ist einer von den Großen. Oh, das wird eine Weile wunderbar dauern. Hier wäre ich vorsichtig, der kann, glaube ich, richtig wehtun. Die einzigen Insekten, die ich wirklich kacke finde, Grashüpfer und Spinnen. Super. Wieso? Was hast du denn, an Grashüpfern auszusetzen, bitteschön? Sie hüpfen, sie können einfach hüpfen. Ja, aber sie sind doch niedlich. Nee. Kennst du nicht diesen Grashüpfer aus dieser Geschichte, der immer rumläuft und Flöte spielt und, nee, Geige spielt der? Und die armen Ameisen, nee, die Ameisen arbeiten den ganzen Tag und am Ende hat der Grashüpfer, ich glaube, es war ein Grashüpfer, nichts zu essen und die Ameisen haben ganz viel zu essen. Und dann sagen die Ameisen, ja, ja, bist ja selbst schuld, hättest ja arbeiten können. Kennst du die Geschichte? Ja, aber ich finde Grashüpfer trotzdem nicht cool. Aber die spielen Geige. Aber der ist tot. Ja, er ist tot, immerhin. Hat er was Interessantes dabei gehabt? Ich glaube nicht. Muss dringend meine Waffe mal reparieren. Oh, er hat einen Dietrich. Ah, stimmt. Er hat einen Dietrich dabei gehabt, das heißt, hier irgendwo muss eine Truhe. Da steht eine Truhe rum. So. Und da drin ist die Nebelklage. Hm. Ja, okay. Hm. Lesen wir uns zu Hause mal durch, oder? Wir müssen jetzt erstmal aus diesem spinnenverseuchten Pferd hier raus. So. Meine Güte, hier ist ja die Hölle los. Da ist noch eine Spinne. Oh, lass uns wieder einfach gehen. Ja, ja, wir sind genau auf dem richtigen Weg. Alles wird gut. Guck mal, da hinten ist dieser große Kopf. Da gehen wir jetzt rein. Hier sind noch ein paar Spinnen an den Seiten, aber ansonsten ist alles gut. Wunderbar. Ich laufe hier einfach durch. Aua. So. Bist schon reingelaufen? Ah, da bist du. Ja. Okay. Ja, das, die Theorie war, dass es einen Filter gibt. Ein Filter, der dafür sorgt, dass eigentlich keine Zivilisation dazu in der Lage ist, tatsächlich eine galaktische Zivilisation zu werden. Das heißt, alle, die vor uns da waren, sind irgendwie an diesen Punkt gekommen, wo sie einfach von dem großen Filter abgehalten werden, sich weiterzuentwickeln oder wurden zerstört oder haben sich selber zerstört, weil dieser Filter nun mal dafür sorgt, dass keine Zivilisation jemals zu einer Star Trek-Zivilisation oder zu einer Star Wars-Zivilisation wird. Und deswegen sehen wir nichts, weil wir uns gerade zum Beispiel auch genau auf diesen Filter zubewegen. Also evolutionstechnisch oder entwicklungstechnisch. Naja. Das ist eine sehr dedizierte Meinung zu diesem Thema. Naja. Ja, ich... Naja. Wie kletterst du denn jetzt hoch? So, runter. Wir müssen runter. Ja, ich versuch's ja. Komm zu der Fackel. Genau so, mehr komm zu der Fackel. Ich glaube nicht, wo die Fackel ist. Ach, da. Fand ich ganz interessant, weil es natürlich auch ins Schema passt. Ne? Also es könnte tatsächlich sein, dass jede Zivilisation, egal wo sie sich entwickelt, entweder durch die Entwicklung an sich dafür sorgt, dass der eigene Planet zerstört wird und sie damit ihre eigene Lebensgrundlage vernichten und damit ihre Zivilisation ausgelöscht wird, Thema Klimawandel, oder dass sie entsprechend fortschrittliche Waffen entwickeln, Thema Atombomben, Wasserstoffbomben und so weiter und so fort, dass sie sich damit unweigerlich selbst auslöschen. Oder es kommen riesige Spinnen und fressen sie auf. Ja. Das dachte ich auch gerade. Oh, hier sind noch ganz viele Spinnen. Oh Gott. Ich war hier schon mal. Da bin ich. Ja, ja, das. Wunderbar. Oh, da kommen ganz viele. Guck mal, die wollen dich fressen. Du fühlst dich gerade nicht wirklich wohl. Kann das sein? Oh, nee. Mir läuft es gerade in einer Tour kalt den Rücken runter. Wir besuchen nachher auch nochmal die große Spinne. Nein. Ah, doch, die mag dich. Ja. Die mag dich gut gewürzt. Wusstest du, dass Spinnen sehr nützliche Tiere sind? Ja, das kann sie auch sein, wenn ich sie nicht sehen muss. Ja, aber das, du kannst doch nicht einfach, das ist so, als würdest du sagen, ja gut, der Schreiner ist sehr nützlich, aber ich will ihn nicht sehen. Ja. Das ist aber ein bisschen unfair gegenüber dem Schreiner, oder? Warum? Naja, der arme Schreiner, der will doch auch nur seinen Job machen. Der kann doch nichts dafür, dass er aussieht wie ein Schreiner. Kann er doch machen. Abgebrochenes Geißelstein. Ja, genau, da ist es. Ich hab's gefunden. Jetzt habe ich zwei Geißelsteinfragmente. Jetzt brauche ich nur noch eins. Die Frage ist, wo ich das andere finde. Da muss ich nochmal nachgucken in dem Video, weil das habe ich jetzt nicht so genau hingehört. Jetzt müssen wir übrigens klettern. Wunderbar. Ach, wunderbar. Freust du dich? Und da oben sind, glaube ich, keine Spinnen mehr.
Jetzt sieht man nur und schon ist er oben, zack. Ich weiß überhaupt nicht, wo ihr später hin seid, ach da. Hier zur Fackel. Was machst du denn da? Klettern! Hier ist noch nicht so steil. Ja, so. Das Beste wäre, wenn wir die Rüstung ausziehen, glaube ich. Dann können wir nämlich besser klettern. Oh. Wunderbar. Also einfach ausziehen alles. Was macht's denn? Ich weiß nicht, ob du das hier hochschaffst, weil das ist schon ziemlich weit. Aber wenn du keine Rüstung anhast, dann kannst du deutlich länger klettern. Sonst finden wir auch einen anderen Weg. Wein hab ich. Ja, den kannst du auch trinken, wenn du willst. Hier hoch muss ich klettern? Hier hoch musst du klettern. Versuch's mal. Wenn es nicht klappt, finden wir einen anderen Weg. Das ist kein Problem. Da komme ich doch niemals hoch. Wo bist du denn? Ja, hier oben. Da, wo die Fackel ist. Da, wo das Licht leuchtet. Du siehst es nicht, oder? Hier steht noch hinter mir. Hier. Ein Tier steht noch hinter mir. Ja, da oben, ich sehe das schon. Ja, das Tier kommt automatisch mit. Ich bin verwirrt, weil das Tier noch hinter dir steht. Das teleportiert sich automatisch mit nach oben. Kann ich hier so kopfüber klettern? Ja, du kannst überall klettern. Die Frage ist nur, ob du es schaffst. Natürlich. Streng dich an! Mal Hälfte übrig. Jawohl, und jetzt gehen wir hier rauf. Huch. Da ist mal ein Salto an die Wand gemacht. Und schaffst du es? Ah, da kommt sie. Und jetzt den letzten noch hier oben drauf. Du hast ja noch deine Rüstung dabei, die dich vor Kälte schützt, ne? Die hattest du ja eben an, als du eingeloggt bist. Wenn das. Ja. So, und hier sind wir jetzt unter der Brücke. Gehen wir erstmal duschen. Ja, das ist hier für. Wenn man ungestört sein will, kann man hier hin. Verstehe. Deswegen muss man auch nackt hier hochklettern. Das ist ganz wichtig. Mhm. So, jetzt sind wir wieder oben. Ich lege die Rüstung direkt mal wieder an. Zack, 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 zack. Uschi, kletterst du mal da lang? Ja. Was kannst du wieder anziehen? Ja, das könnte sein, dass hier oben noch der ein oder andere Gegner unterwegs ist. Welche denn? Die warme oder die, die... Zieh mal die an, die dich vor Kälte schützt. Genau die. Ich habe zwar keine derartige dabei und ich merke schon, es wird sehr kalt. Das ist das Problem, weil ich eine Rüstung dabei habe, die mich vor Wärme schützt. Und zwar so gut, dass es mir selbst an nicht so kalten Orten eigentlich schon sehr kalt ist. Wir haben nämlich jetzt eine kleine Abkürzung genommen. Hier führt nämlich ein Tunnel direkt durch das Gebirge ins Eisgebiet. Und dann kommen wir viel schneller nach Hause, als wenn wir da erstmal... Huch, da ist er ja. Den habe ich gesucht, den Herrn hier. Jetzt ist er tot. Na toll. Der hat normalerweise noch Dämonenblut dabei. Hier musst du jetzt hingehen, vor die Tür, und an der Tür drückst du dann einfach E. Ich musste gar nichts drücken. Ach so. Ach ja, stimmt, du wirst ja einfach mitgezogen. Nein, es ist wieder das Gleiche passiert. Verdammt, das gibt's doch nicht. Immer wenn wir gleichzeitig... Ein bisschen in der Luft. Ja, immer wenn wir irgendwo hin teleportieren, dann... Manchmal dauert das ein bisschen, aber das ging das letzte Mal doch auch. Ja, die Frage ist nur wie. Ich weiß nicht mehr, wie wir das gemacht hatten. Ich bin einfach zu dir hingelaufen. Lauf mal ein Stück weiter vor. Noch weiter. Ganz viel weiter. Hier schneit. Ja, das ist auch die... Lauf mal so weit, bis da irgendwie eine Anzeige kommt, dass du nicht mehr weiterlaufen kannst. Oh, da geht's gar nicht weiter. Das kann's doch nicht sein. Warum ist denn das immer so? Hast du mal versucht zu schlagen oder nicht? Ja. Bewegen? Ich bin so weit vom Horst entfernt. Dann komm bitte nochmal zu mir zurück. Das ist doch doof. Dann können wir ja nirgendwo hingehen, wo man sich teleportiert zusammen. Das ist doch. Ging das letzte Mal auch dann. Naja, aber die Frage ist, wie komme ich hier raus ohne. Huch! Ich bin. Nein, was? Was ist passiert? Ich bin eh tot. Oh nein, Mist! Oh Gott, was nein, ich werde am Bett respawnen und das Bett steht, mein aktuelles. Ja, ich komme schon zu dir. Verdammt, jetzt. Das wollte ich noch. Das wollte ich noch gar nicht zeigen. Verdammt! Wie ist das denn jetzt passiert? Ja, ich weiß nicht, wie ich gestorben bin. Ach. Eieieiei.
Das wollte ich Ihnen noch gar nicht zeigen. Mein Bett steht ja am Bauernhof. Und am Bauernhof habe ich tatsächlich schon einen Raum eingerichtet, habe mir sehr viel Mühe damit gegeben. Ja, jetzt sind wir am Bauernhof und du kniest hier irgendwie neben mir. Bist du schon da? Nein, es liegt noch. Wahrscheinlich haben wir jetzt das Spiel kaputt gemacht. Nee, alles gut. Was sagst du so bei mir, Letz? Ja, das ist der... Achso, du lädst immer noch? Mhm. Ach, Mist. Aber jetzt haben wir zumindest die Gewissheit, dass wenn ich sterbe, du automatisch auch mit mir mit teleportiert wirst. Also ohne, dass du eine Chance hast, da irgendwie zu entkommen, du kommst auf jeden Fall mit. Das heißt, wenn ich im Vulkan sterbe, ist es auch vorbei. Lädst du immer noch? Ja. Das ist ja furchtbar mit dir. Ja, ich habe mir tatsächlich mal, du hast ja sonst nur relativ leere Gebäude von mir gesehen. Mhm. Und ich habe mir hier jetzt tatsächlich mal Mühe damit gegeben, dann auch mal endlich anzufangen mit Einrichten. Aber ich habe das so immer so nebenbei so ein bisschen gemacht. Und jetzt wollte ich das eigentlich als Überraschung bringen, aber jetzt bin ich gestorben und dann hier gelandet, weil ich hier natürlich das Bett aufgestellt hatte, ich Idiot. Und jetzt sind wir hier gelandet. Überraschung! Bist du da? Ja. Ja, das ist mein Schlafzimmer, das ich mir im Bauernhof eingerichtet habe. Warum stehen da... Das sind nur Rüstungsständer. Das sind verschiedene Rüstungsständer. Hier ist mein Sitz, wo ich dann vor dem Kamin sitzen kann und darüber nachdenken kann. Das ist ein bisschen creepy hier mit dem Köter. Ja, das ist ein Aug, der bewacht da. Der hat da auch sein Bettchen und hat eine Schüssel mit Essen drin. Das ist eine Schüssel mit unglaublich hässlichen Kissen. Die sind wunderschön. Und wenn du da hinter diesen Paravent gehst... Ein Paravent. Der Paravent. Pythagoras Armes. Hier ist nämlich mein Badezimmer. Hier kann man baden. Es ist auch unfassbar gemütlich mit dieser wunderschönen Trophäe da oben. Hier liegt ein Buch, wenn du was lesen willst. Da ist auch ein Kamm, verschiedene Tinkturen. Schön, was man sich nicht alles in die Haare schmieren kann und an den Körper. Hier gibt es ganz viele Klamotten. Da liegen Stiefel, Gürtel, Hemden und so weiter und so fort. Hier ist der Bademantel. Das ist der Armor Stand. Kannst du schon mal alleine weitergehen. Mal hier. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Da ist der Kamin. Hier kann man sich dann hinsetzen abends und kann gemütlich noch was trinken oder was essen. Hier ganz wichtig der Bücherschrank mit den ganzen Journalen. Das Bett mit der Truhe. Und da hinten liegt extra, das sieht man jetzt so ein bisschen schlecht, aber da liegt extra, ich komme nicht an ein Auge vorbei, verdammt. Da liegt extra ein Schwert auf dem Nachttisch, falls man es mal braucht. So, und dann ist hier ganz wichtig die Ausstellung der Rüstungen. Das sind nämlich alles Nordlandrüstungen, also Grenzlandrüstungen. Die kann man dann auch mal anziehen und die Schilde auch. Der sieht sehr witzig aus hier. Ja, das ist der Magier. Und das hier drüben ist, glaube ich, der Kriegsherr und hier ist der Häuptling. So, hier ist dann noch ein bisschen... Achso, hier kann man die Trommel schlagen. Hier ist noch ein Regal mit Zeug drin, aber das ist alles nur sinnloses Zeug. Und hier ist der Schreibtisch, da kann man dann dran arbeiten. Aha. So, und wenn du jetzt abends dann auch erschöpft bist, dann setzt du dich einfach hier hin und sagst der jungen Dame, die da gerade so verschüchtert den Kopf senkt, dass du mehr Wein haben möchtest. Und dann kümmert sie sich darum. Ah. Ich sehe schon. Das ist die Gute, die kümmert sich um alle Belange, die man als Krieger hier hat. Da steht auch schon das Hähnchen auf dem Tisch. Und wenn du mit nach draußen kommst... Nee. Und einfach ein Horn da stehen. Boah. Okay. Hier wird dann die Party gefeiert und da ist auch eines von diesen wundervollen Banners to the Gods, wo ich ja schon gesagt hatte, die Mod ist installiert und das habe ich jetzt mal hier so angebracht. Also hier kannst du den Gong schlagen und das Horn blasen und kannst dich aber auch hier oben zum Beispiel auf die Bank setzen und einfach die Aussicht genießen. Aber. Es ist noch nicht fertig hier oben. Also an dem Balkon muss ich noch ein bisschen arbeiten, aber ansonsten das Schlafzimmer an sich, das ist jetzt so, wie es sein sollte. Ja, ich arbeite auch weiterhin immer so ein bisschen im Hintergrund an der Deko, weil es auch einfach Spaß macht, ne? Das ist hier dann so einzurichten, das vor allen Dingen es sich gemütlich machen, das ist das Schöne daran. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, hier abends auch wirklich am Feuer zu sitzen, wenn es dann draußen regnet und es ist dunkel, dann sitzt man hier am Feuer und sagt, Slavin, bring Wein und dann geht sie los und holt Wein und du kannst währenddessen ins Feuer gucken. Ist es nicht schön, ist es nicht schön? Wunderbar. So, und da durch die Tür darfst du nicht. Denn da geht's weiter, da geht's weiter ins Haus rein, mehr will ich noch nicht zeigen. So. Aber ich muss dann an eine Kiste, dachte ich. Ja, wir gehen aber in ein ganz anderes Haus. Wir gehen nämlich jetzt hier über diesen Fluss hinaus. Aber erstmal machen wir ein kleines Folgenpäuschen. Das heißt, wir gehen nächste Folge weiter in Richtung Haus am See und von da aus Richtung
Festung. Und ja, dann gucken wir einfach mal, dass wir in den Vulkan reinkommen. Da haben wir nämlich auch noch was zu tun. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.